Kochbox Late Night Cooking Teil 25. Heute ist mal so ein ganz besonderer Tag, weil heute haben wir Gäste bei uns. Ja? Also wir sind zahlreich vertretene Zuschauer, die sonst immer zugeguckt haben bei uns und im Chat sehr mitgemacht haben. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein sehr ungewohntes Bild, dass der Fernseher, der Chat auf immer an der linken Seite steht und so viele Leute hier sind. Finde ich gut. Macht doch Spaß, das zu sehen. Bei unseren neuen... Achso, warte mal. Eins haben wir vergessen. Wenn ich gesagt habe, ich komme ins Bild, ihr solltet eigentlich klatschen, oder? Mann, ey, stundenlang geübt das Ding und klappt immer noch nicht. Aber gut, vielleicht war noch nicht genug Alkohol über den Tresen. Heute ist eigentlich nichts anderes. Alles gut. Vielleicht sind ein paar weniger Leute, die das schauen, weil die Jungs und Mädels ja hier sitzen. Heute kocht natürlich wieder der Walde. Und heute haben wir zu Gast den Ralf Zacherl. Ja, dann, morgen. Dann überlasse ich euch mal. Tagchen. Aber bei denen habt ihr lauter Klatschen bei mir. Was soll denn das? Gut, ich geh mal an die... Wir haben mehr geübt mit den Jungs. Ach so, alles klar, danke. Bisschen Thema sind freie Tränke, Dicker. Freie Tränke. Dann kriegst du Applaus. Ralf. Zum zweiten Mal und ich freue mich genauso wie beim ersten Mal, dass du hier bist. Also wir wollten unseren, da wir ja wussten, wir haben Zuschauer heute, wollten wir natürlich auch einen besonderen Gast haben. Und A, sind wir schon lange miteinander verbandelt. Ich habe mal überlegt, wann wir irgendwann mal den ersten Kochkurs, also nicht zusammen, aber du bei uns in Halten, das war noch in der Kulturbrauerei, oder? Das war noch in der Kulturbrauerei, ja. Boah, Alter, das ist definitiv über 12 Jahre her. Das also, ist ziemlich sehr lange her. Auch geile Location, wobei es natürlich hier viel schöner ist. Ja, oder? Ich finde auch die S-Bahn-Bögen, so, die haben hier einen eigenen Charme. Und guck mal, sind tatsächlich noch welche zu Hause oder schreibt ihr alle aus dem Publikum? Also es gibt wirklich noch Leute, die schreiben? Jawohl, sehr gut. Wir machen es natürlich auch in der 25. Sendung, machen wir es so, wie wir es eigentlich immer machen, obwohl wir es anders machen. Also das heißt, es gibt ein Gewinnspiel. Mit Freude der Unterstützung, warte, muss ich kurz ankündigen, von unserem langjährigen Partner AEG werden wir heute, wie ich finde, zwei tolle Preise verlosen. Also das heißt, wir haben einen sehr, sehr sensationell geilen Vakuumierer für zu Hause und, wäre nichts für mich, ein Handstaubsauger, auch ein sehr geiles Gerät, nehmen die meisten zum Auto sauber machen. Da ich mein Auto aber maximal einmal in der Wäsche fahre, wenn ich mich dreckig mache beim Einsteigen, wäre das auf jeden Fall kein Preis für mich. Und wir haben sonst immer eine Frage, die wir versteckt haben in dem Dialog, also der sonst immer unseren Gast betrifft. Und heute haben wir gesagt, machen wir das anders, weil wir beide total vergessen haben, eine Frage abzusprechen. Werden wir nachher festlegen, welche Positionen die Gewinner haben. Und dann müsst ihr einfach bloß den Text drin schreiben, ihr seid die Geilsten. Das ist heute die Antwort, das gebe ich vor. Ich sage bloß nachher erstmal an, was die Positionen sind. Wir haben einfach vergessen, eine Frage abzusprechen. So. Und wir haben auch fachkundiges Publikum, sehe ich hier. Heiko, wo sind Kartoffeln und Tomaten und so was? Wir haben uns darauf verlassen, wir haben nichts eingekauft. Hast du nicht mit? Kartoffeln und Tomaten, da gesagt, brauchen wir nicht kaufen. Der Herr Ahn kommt. Nichts das. So, jetzt habe ich genug Quatsch, was willst du eigentlich machen, Ralf? Nee, warte mal, jetzt habe ich noch was vergessen. Bin so viel regt mir so viele Leute hier. Wir haben vergessen, wir müssen natürlich noch unseren Adrian, die Vertretung von PR, müssen wir noch begrüßen. Komm mal her, bitte. Hallo Adrian! Adrian, das ist natürlich die Messlatte sehr hoch gesetzt, weil erstmal hat er der PA gemacht und als Vertretung war ich eigentlich immer derjenige, der das gemacht hat. Deswegen ist die Messlatte sehr hoch. Ja. Was machst Konkret du heute? Konkret zu sagen 1,93 hoch? Also genau, ich bin zwar kleiner Mann, aber die Fußstapfen, ich habe dafür eine Spannweite, ja, Marathon mal irgendwann gelaufen. Das heißt, ich kriege das hoffentlich hin. Per darf ich ersetzen. Mit deiner Schönheit mithalten wird schwierig, mit deinem Working Flow vom Per auch. Aber dafür hoffe ich, mit dem schönen Tiki-Cocktail, den wir heute machen werden, einem Mai Tai mal kurz vorweg gespoilert, machen wir, glaube ich, was Schönes gemeinsam. Mai Tai hört sich gut an. Das ist wieder eine schöne Überleitung zur Süßkartoffel. Ralf? Also wir haben heute wirklich gar nichts abgesprochen. Ich sollte einfach hier reinkommen und sollte gucken, was es gibt. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren Batate, also Süßkartoffel. Und deswegen machen wir heute Süßkartoffel, die schieben wir einfach in den Ofen. Das ist total easy. Ja? Und das Geile ist, wenn man so einen coolen Helfer an der Seite hat. Ja, genau. Der schneidet nämlich jetzt einfach diese Süßkartoffel so in so fingerdicke Scheiben. Ja?
Danach nehmen wir die Süßkartoffel und ritzen die einfach kreuzförmig ein. Hat den Vorteil, wir haben nachher eine schönere Optik. Ja. Die Gewürze gehen schön in die Süßkartoffel rein und wir haben eine schnellere Garzeit. Weißt du, wie ich meine Süßkartoffel immer mache? Wie? Ofen auf, Süßkartoffel drin, fertig. Ja, so kann man es auch machen. Ja. In der Schale, ist total geil. Und so mache ich auch selber. Und vor allen Dingen, ja, muss man ja wirklich sagen, weil ihr wart ja vor kurzem bei mir, im Schmitz und Co. Ja, und mein Sous-Chef, ja, der sagt so, ey, da haben die Süßkartoffelstampf gemacht, ja, und ich hasse Süßkartoffelstampf. Und von dem konnte ich gar nicht genug bekommen, ja. Also das hat Heiko, wer hat den gekocht? Ja, das muss man aber wirklich sagen. Da hat der Heiko wirklich Gas gegeben, weil den Herrn Harder zu überzeugen, das ist echt schwer. Aber eure Süßkartoffel, also der Süßkartoffelstampf, der war spektakulär gut, ja. Der kam auch richtig gut an. Hey. Habt ihr jetzt gerade über mich geredet oder über einen Heiko Arndt? Ich hab das von Weitem ja nicht so gehört. Der Süßkartoffelstampf beim Charity-Event war eine Sensation. Ja, ja. Hat der war wirklich eine Sensation. Ja. Wer hat den gemacht, Heiko? Na, den durfte ich machen. Du hast den gemacht? Ich hab den gemacht, ja. Weil du nicht da warst, dachte ich, hau mal mich hier drin und mach den mal lecker. So, warte, ich mach das mit dem Schnellen. Ich merke aber gerade, weißt du, wir haben gerade viel zu viel Süßkartoffeln, viel zu wenig Garnelen, ja. Also du machst die Süßkartoffeln? Ich mach die Süßkartoffeln. Ja? Dann, Tipp für die Hausfrau, ja, mach Backpapier drunter, müsst ihr nicht so das Blech putzen. Ja, oder für die Single-Haushalte auch. Ja, es ist für alle Haushalte gut, also auch, ich mach das auch zu Hause. Ich hab früher, wo ich Single-Haushalt noch war, war eigentlich noch jemand so wie Ecke, dass er früher im Single-Haushalt vom Pappteller gegessen hat? Weil er keinen Bock hatte abzuwaschen. Also ich hab's definitiv gemacht. Ja, ich hatte Pappteller und ich hatte Plastikbesteck. Fakt. Damals, wo ich noch Single war und noch jung war, da war auch noch nicht so die Zeit von den Geschirrspülern. Also das heißt, du musstest alle mit der Hand abwaschen. War für mich die ganz logische Konsequenz. Plastikteller. Zu unserer Süßkartoffel. Ja. Machen wir einfach so eine Garnelen-Ceviche. Ach geil. Weil ich weiß zwar, halb Deutschland säuft im Moment gerade im Regen ab, aber wir in Berlin, ey, wir schwitzen uns den Arsch ab, ja. Man sieht doch diesen leichten Schweißfilm, das ist nicht die Aufregung, es ist hier echt warm, mastig und schwül. Also Ceviche ist ja eine geile Nummer, weil ich habe ja schon 400.000 Ceviche-Rezepte kennenlernen dürfen auf meinen Trips durch Südamerika, ich habe mich dann lange in Südamerika aufgehalten. Und das ist tatsächlich so, dass du bei jeder Familie lernst, irgendwie ein anderes Ceviche-Rezept kennen. Und ja. Ich liebe ja dieses... Ja, das ist halt schön frisch, weißt du, das ist halt so... Mein Favorite ist übrigens, habe ich bei so einer Familie in so einem ganz kleinen brasilianischen Ort kennengelernt. Die haben das mit Maracuja gemacht. Die haben das statt Limette, ganz wenig Limette bloß, da haben sich die Säure aus der Maracuja geholt und haben dann auch noch die Maracuja-Kerne später drüber gemacht, geröstet. Da schwören die in Brasilien eh drauf, wir handeln auch sämtliche Krankheiten irgendwie mit Maracuja-Kernen. Sensationell. Reicht dir das eigentlich oder soll ich mehr Kartoffeln machen? Ich hab noch eine. Ich hab gar nicht so viele Garnelen an. Ja? Ja, der hat nicht so viel Garnelen. Ja, den teuren Stuff haben wir nicht so viel gekauft. Kartoffeln hauen wir raus. Okay, also dann machen wir. Ja, genau. Also wir machen heute so eine schnelle Ceviche. Also wir machen auch keine Tigermilch. Also diese Tigre. Leche de Tigre, ja. Wir machen so eine ganz hemdsärmliche. Und was ich im Moment auch total mag, ist ja Spitzkohl. Ich auch, ich liebe Spitzkohl. Ja, den schneidet man noch so richtig schön dünn. Schön runter. Dünne Chiffonade, ja. Mach ich als nächstes. Ja, also die Garnelen haben wir, die Schalen haben wir abgemacht, ja. Schmeißt die Schalen nicht weg, weil die könnt ihr zu Hause immer noch einfach in eine Box, Tiefkühlschrank, ja. Wenn die Box voll ist, dann einfach mal raus, einmal kalt abbrausen, bisschen Zwiebel, bisschen Peperoni in einen Topf, Olivenöl, Knoblauch. Und dann einfach Pilates drüber, einmal aufkochen lassen. 2 Stunden ziehen lassen, einen Tag nochmal kühl stellen, danach abpassieren, dann habt ihr so eine Krustentier-Tomatensoße, entweder für eine Suppe oder für eine schöne Pasta. Das ist voll lecker und ihr habt die Schalen ja eh auch bezahlt. So. Und zwar gut. Mich würde jetzt mal interessieren, eine Frage an die Technik. Haben wir heute Zuschauer, also ich meine, außer live, sind noch welche da oder? 147. Kicke ihn an. So, dann wenn die Garnelen, also ich habe die halt der Länge nach dreimal geteilt, dass sie halt dünne Scheiben sind. Dann nehmen wir ein bisschen Meersalz. Das ist wieder Chili, gell? Chili, ja.
salzen die leicht an. Wichtig ist immer, geht ein bisschen weiter weg, dass sich das Salz auch gut verteilt. So, dann nehmen wir ein bisschen Zucker dazu. Nur so ein bisschen. Ein bisschen Koriander. Bisschen. Und dann brauchen wir natürlich noch Limettensaft. Und wenn wir ein bisschen mehr Limettenaroma haben wollen, könnten wir natürlich noch, haben wir so eine Microplane? Natürlich. Sagen Sie mal, Bürger. Hier gibt's alles. Welche Größe hätten Sie denn gern? Auch irgendwas für... Und hier ist noch die Zwischengröße. Also such doch mal aus. Ich nehme die. Dann nehmen wir noch ein bisschen Limettenabrieb. So ein bisschen. Und ihr habt ja so schöne Sachen hier. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Kaffeelimette dazugeben. Wird in Thailand wahnsinnig gerne verwendet. Nimmt man das da in Peru auch? Die Limettenblätter ja. Nehmen die in Südamerika tatsächlich sehr, sehr viel sogar. Also ja, ich war da noch nie. Da habe ich allgemein das Kochen mit Limette kennenlernen. Der Weiker, wo ich das erste Mal da war, wie lange ist das her? 20 Jahre ja bestimmt. Da war ja noch nicht so mit der Kühltechnik und allem. Und da bin ich echt auf den Markt gegangen, hab mir immer Carne del Sol, kennst du Carne del Sol? Nee. Hab mir immer eine ganze Reisetasche voll mitgebracht. Das ist so Luftgetrocknetes Fleisch. Ja, ja, das ist Fleisch, was mit Salz getrocknet wird. Und dann habe ich aber auch frisches Fleisch gekauft und sagt so der Imprigada, der ich gewohnt habe, ich sag, Marcelia, aber so richtig frisch ist das Fleisch nicht mehr. Sagt sie, no problema, Waldi hat die immer gesagt, die konnte nicht Walde sagen. Und dann hat die sich einen Messerrücken genommen, hat das Fleisch abgekratzt, hat das mit Limetten abgerieben. Ey, was soll ich dir sagen, das war wie neu, das war perfekt. Und da habe ich gemerkt, was Limette eigentlich für eine Kraft hat. Was soll ich denn hier für ihr Würze rufen? Was hätten Sie denn ja, ne? Koriander, Salz. Koriander war hier. Koriander mit Salz habe ich hier sehr, oder? Oder bin ich blöd? Nee, das war ein anderes. Koriander habe ich hier, genau. Da machen wir nur Olivenöl drüber und dann am Schluss, wenn sie fertig sind, machen wir einfach einen Spritzer Limettensaft oder ein bisschen Essig drüber. Aber gibt es eigentlich, ich muss mal ganz kurz fragen, wenn ich hier schon den Kartoffel-Donkey Kong im Publikum zu sitzen habe, gibt es eigentlich auch irgendeine Geschichte, die man über Süßkartoffeln wissen müsste? Heiko, wenn man jetzt schon hier, also wenn ich jetzt schon mal so fachkundig im Publikum hier habe, der 400, der Mann übrigens, für die, die nicht wissen, die Sendung nicht gesehen haben, ja, mit dem Heiko, was sehr verwerflich wäre. Der Mann hat jetzt gefühlt 423 Kartoffelsorten gezüchtet. Mit mir ist... Hallo, guten Abend. Hi, danke. Ja, was denn von der Geschichte über die Süßkartoffel? Was möchtest du wissen? Was ich habe gefragt, ob es eine Geschichte gibt. Wenn ich die selber wüsste, hätte ich es erzählt. Man, hätte ich auf Dolle gemacht. Also wir können uns jetzt eine aussuchen. Also es gibt die... Darf ich da mal was fragen? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe letzte Woche Gnocchis bei mir im Laden gemacht und ich dachte mir, was für Dreckskartoffel habe ich da eingekauft? Ja. Es ist dieses Jahr wirklich so ein schlechtes Kartoffeljahr. Ja, das stimmt aber wirklich, ja. Wirklich, oder? Ich hatte heute Mittag auch wieder Kartoffeln im Mittagstisch, da dachte ich mir so, die haben mich halt viel geiler in Erinnerung. Das lag halt nicht an der Zubereitung, das war wirklich das Grundprodukt. Koriander, Salz, Olivenöl, was noch mehr? Perfekt. Und jetzt also, 140 Grad? Also ich muss mal sagen, das 180. Dieses Rauf und Ab von den ganzen Temperaturen, dieses ist ja auch zu feucht drauf. Ne? So viel Niederschlag ist ja was Gutes für Niederschlag für Pflanzen, aber für die Kartoffel überhaupt nicht. Ja, für Menschen ist so ein Niederschlag manchmal ein bisschen deprimierend. Kommt, ja, aber am Ende kommen ja auch... kommst du mal wieder, siehst aus, hier Brillenhämatom und alles. Klatsch. Hast du ja dann auch die Kartoffelkäfer, die dann alles zerfressen und die Krankheiten in Kartoffeln zu bringen. Ne? Ja. Also, und deswegen hast du auch... Hässliche Kartoffeln dieses Jahr. Ja, also das ist echt, die haben Stärke, Eiweiß, also das ist echt sind keine schönen Produkte. Ja, das ist richtig. Ich habe gedacht, es gibt irgendwie so eine sensationelle Geschichte. Wir enthüllen hier live über die Süßkartoffel. Live bei uns. Live über die Süßkartoffel. Das noch nie gesprochene Geheimnis der Süßkartoffel. Nicht, dass ich wüsste, dass Nisch es eine Geschichte. Nee, ich habe ja auch in der Schule nie aufgepasst. Deswegen habe ich Kartoffeln angebaut. Ja, deswegen hat es nur für Gemüse recht. Ja, genau. Aber wenn es ein gutes Gemüse ist. Sonst wärst du. Ja. Nee, das ist aber wirklich toll. Nein, aber... Sonst hättest du für Fleisch gereicht, Zeig. Ich mach Fleisch ganz, angebaut, Ich mach ganz dünne, sonst hättest du schöne Schnitzelbäume gehabt.
Aber sonst bei dir alles gut oder bist du jetzt schon weiter? Irgendein neues Projekt am Start? Oder? Also ich habe jetzt für mich letztes Jahr, vor zwei Jahren, eine Artischocke angesetzt. Die hat jetzt 10 Blüten gekriegt. Okay, das braucht auch kein Mensch, Artischocke. Das ist sensationell eigentlich, dass überhaupt eine Artischocke bei uns so blüht. Ne? Und eine Chaillonfrucht habe ich noch. Und ist eigentlich auch eine Frucht, die... ja, wie soll ich sagen? Chaillonfrucht, muss ich jetzt mal fragen, wie blöde, weiß ich nicht. Es sieht aus wie es ist eigentlich eine Kürbisart. Sieht aus wie so... von der Form wie eine Karambole und dann damit können wir wächst anfangen. Die, eigentlich ist das eine Rankenpflanze und die wächst bei Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad. Okay. Und irgendwie hatte ich letztes Jahr ganz großes Spalier voll mit 50 solchen Dingern dran und dann habe ich mir einfach wieder zwei weggelegt und dieses Jahr wächst irgendwie erst gar nicht und jetzt kam ich letztens wieder in mein Grundstück und Garten und da war alles da. Meine Artischocke ist verblüht. Oh. Ja, ich war irgendwie auch bei mir geht alles ein. 5 Tage unterwegs, wie ich zurückkam, dachte ich mir, Sack, ey, jetzt ist also ich hatte keine 10, ich hatte nur 3. Aber es hat mich extrem geärgert. Jetzt haben wir halt einen schönen Tischschmuck, aber die ist halt zu weit auf. Also ich muss sagen, ich lasse auch definitiv immer 1-2 wachsen, Blüten oder sonst irgendwas, um auch Samen rauszubekommen. Um dann selber weiter zu züchten und zu ziehen. Also wenn ich euch mal kurz unterbrechen darf, dann gerade grünen Daumen runter. Bei mir ist neulich sogar die Kunstblume im Wintergarten eingegangen. Also wenigstens mal einer, der hier keinen grünen Daumen hat. Ich habe es echt geschafft, eine Kunstblume eingehen zu lassen. Gut, dann lasse ich euch mal mehr. Viel Spaß noch, wenn es Fragen sind. Mehr, ja, das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Dann lasse ich euch mal mehr. So, ich schneide jetzt einfach mal nebenbei den Spitzkohl. In der Zwischenzeit habe ich im Endeffekt dieses Limettensaft, Olivenöl über die Garnele gegeben. Und das Schöne ist halt bei der Ceviche, dass der Fisch oder die Garnele jetzt einfach kalt gegart wird, weil durch die Säure von der Limette denaturiert das Eiweiß, genau. Man kann es natürlich auch mit Passionsfrucht machen. Ja. Das ist geil, das ist wirklich geil. Ja, das habe ich auch schon gegessen. Das ist wirklich sehr, sehr sexy. Wir stellen das natürlich jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank so lange. Soll ich den Spitzkohl einfach ein bisschen aktivieren mit Salz und Zucker? So. Genau. Und lass uns noch, damit es nicht so viele Geräusche gibt, noch ein bisschen Kreuzkümmel dazugeben. Jo, gerne. Weil wir haben es ja heute mit Publikum. Kreuzkümmel geht immer. Und ein bisschen aktivieren mit Salz und Zucker. Haben wir das eigentlich schon mal erklärt, ausführlich, warum man Gemüse mit Salz und Zucker aktiviert? Nee, wa? Haben wir das gemacht oder haben wir es nicht gemacht? Ist mir doch scheißegal, ob wir es gemacht haben, dann machen wir es jetzt einfach nochmal. Sag mal, wann gibt es denn jetzt die Cocktails? So, ein bisschen kneten dabei. Aber so ein kleiner Mai Tai zwischendurch oder so, guck mal, wenn ich schlecht finde. Ich würde heute einen kleinen Shot machen, so für nebenbei. Das ist doch mal, gucke, der Mann denkt mit, ein Schöttchen. So den kleinen Appetizer. Ja, naja, wenn man nicht da ist, dann reißen halt Sachen ein. Da wir ja noch nichts zu trinken bekommen haben, mache ich jetzt einfach noch, ich reibe noch ein bisschen Ingwer, weil den kann man nämlich auf die Ceviche auch super gut drauf machen. Sollen wir es ein bisschen scharf machen, Publikum? Ja. Ich kann euch gar nicht hören, bin ein alter Mann. Wollt ihr es ein bisschen scharf? Ja. Alles klar, kriegt ihr. Heiko, die Charon-Frucht ist doch eine Kaki, oder liege ich da falsch? Falsch. Falsch. Okay, also der junge Mann kriegt nicht den Handstaubsauger. Nee, da hat er die falsche Antwort gesagt. Sind die sehr scharf? Und die haben schon Dampf. Warte mal kurz. Muss ich diesen Satz verstehen, Ralf? Für kleinere Menschen gibt es tatsächlich eine Würzleiter, um den richtigen Abstand zum Gargut einzuhalten. Was? Ich glaube, die macht sich Späßchen mit dir. Mit mir? Du hast es vorhin mit dem Salz. Ich glaube, es ist eher auf dich bezogen. Ach so, stimmt. Würzleiter ist absolut okay, ja. Man kann aber natürlich dann einfach das zu Würzende ein bisschen weiter runterstellen, dann können auch kleinere Menschen von oben würzen. Das geht also, man sollte da immer so eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. So, hier kommt schon der Vorschlag, warum wir die Veranstaltung nicht freitags machen, um 20 Uhr. Von deiner Frau? Weil ja. Ich hab die Hände frei.
Ich bin raus aus der Nummer. So, was ja, soll ich machen? Gibt, Freitagabend müssen manche Leute auch echt arbeiten. Ja? Komfort. Nee, jetzt habe ich eigentlich, das ist ja das Schöne einer Ceviche, ja, die geht nämlich ratzfatz. Ja? Wir können noch ein bisschen Koriander drüber. Habt ihr was gegen Koriander, also so frischen Koriander? Gar nicht. Und wenn es auch egal, hört da einfach an. Wenn wir aus den anderen Sachen noch was machen? Aber passt da nicht wirklich dazu, aber wir könnten ja... Also, du könntest ein bisschen Flanksteak braten oder sowas. Weil dann haben wir so ein Surf and Turf mit Süßkartoffeln. Können wir auch machen, oder? Ich könnte noch so ein bisschen, was ich ja auch gerne mag, ich gucke gerade mal eben, einfach den Romanesco mit der groben Reibe runterreiben mit ein bisschen Butter und ein bisschen Curry, das ist auch ganz schön geil. Ne? Das können wir auch machen. Wir können auch Romanesco und Blumenkohl runterreiben. Oder Zeit haben wir doch noch. Ich mache mir mal auf der Suche nach einer Reibe. Hier ist noch eine grobe Reibe zum Beispiel schon mal. So, pass auf. Habt ihr eigentlich Hunger? Weil sollen wir eigentlich mal alles verbraten, was hier liegt? Oder? Ja? Aber gut, bei der Reaktion, sag ich mal, ich jetzt kriege ja eine Schreibe, wir packen wieder ein. Meine Frage war, habt ihr eigentlich Hunger? Ja! Geht doch! Svenny, dein Essen kann nicht so dolle gewesen sein. Ich glaube, die haben alle bloß nach vorne hin gesagt, war schön. Wir haben alle Hunger. Ey, sieht schon wieder aus, ich hab da ja nichts gemacht, wa? Wollen wir Romanesco und Blumenkohl mischen oder was? Oder wollen wir es extra machen? Wenn, dann würde ich es mischen, oder? Ja, oder? Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob ich aufmerksame Zuschauer hier im Publikum habe. Wenn ich mal so 6, 7, 8 Sendungen zurückdenke und wenn ich das jetzt hochhalte und sage, an welche Sendung erinnert euch das? Heiko. Das war mein freundlicher Freund und Partner, als er gesagt hat, er hat mir von allem noch was übrig gelassen in dem Battle, der als Erster dran war. So, ihr kleinen Suffnasen. Hat er Suffnase gesagt? Suffnase hat er gesagt. Dabei sind wir doch bloß Hobbyalkoholiker. Dann gleich mal vorweggegriffen. Ich habe jetzt das Rezept von Trader Vic, dazu kommen wir nachher, gemacht. Die Originalrezeptur. Wir machen nachher die gesellschaftstauglichere Variante. Hier haben wir. Alles klar, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich habe jetzt euch die Rezeptur, die klassische, gemacht von Trader Vic. Dazu kommen wir nachher nochmal ein bisschen. Wir reden von 6 cl reinem Rum, die mit drin sind. Ein Ronzacapa 23 in dem Fall. Und später machen wir die etwas gesellschaftstauglichere Variante. Mit Bacardi oder was? Nö, schön auch mit Bacardi. Wir mischen noch nein, ganz so intensiven Rum. Du quatschst zu lange, das heißt, ihr müsst den Geschmack behalten und mal nachher natürlich sagen, wir schmecken den Unterschied. Er riecht auf jeden Fall sehr geil. Gut, der Getränk warm. Oh, der ist aber lecker. Fürchterlich, wa? Gruselig. Sei froh, dass er den Scheiß nicht kosten müsste. Das tut mir jetzt leid, dass ihr zugucken müsst, aber naja, das ist schön mein Beruf manchmal. Der passt aber auch klasse zur Ceviche, weil er einfach der passt super, oder? Mit der so schöne Säure, frische, karamellige Töne. Sehr, sehr geil. Und warum willst du den verändern? Der war perfekt. So. Bisschen Blumenkohl. Alter, ich sehe, bei mir sieht es immer aus, ey. Warum ist denn das immer bei mir so? Der Schauwang würde mir hinter den Ohren hauen. So. Wäre möglich, dass mir irgendjemand aus dem Beckmann ein Stück Butter besorgt? Also so ein bisschen Butter? Erich, das ist lieb. Läuft. Läuft. Heiko, ich habe heute die Frage gestellt gekriegt. Heiko Schulz, ich muss jetzt wirklich den Nachnamen dazu sagen. Warum das? Na, weil Heiko Schulz und Heiko Arndt. Sonst kriegt mich immer der Falsche an. Ah. Heiko, da haben wir beide auch hinter der Kamera noch ja nicht drüber gesprochen. Heute habe ich die Frage gestellt gekriegt, ob wir eigentlich jeden Donnerstag weitermachen wollen oder ob wir irgendwann eine Sommerpause machen. Ich würde sagen, so gegen Dezember, oder? Machen wir eine Sommerpause. Hey, natürlich machen wir weiter.
Vorausgesetzt, das Gesundheitsamt kommt nicht und macht uns den Laden zu. Was? Wegen freilaufender Blumenkohl oder was? Das kriegen wir denn. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Ist egal. Irgendeiner ist immer da. Also ich bin immer da. Der Walde fährt ab und zu mal in Urlaub. Ich bin aber trotzdem immer da. War immer im Urlaub jetzt, ey. Aber nee, wir machen das einfach weiter. Jetzt haben wir angefangen. Außer wenn wir natürlich aufgekauft werden. Du hast ja heute Vertragsverhandlungen geschickt. Könnte eventuell sein, dass wir Wetten, das ersetzen demnächst. Ja. Aber wer ist jetzt Mike Krüger? Das ist die Frage bei uns. Thomas Gottschalk. Mann, du bist so eine Medium 5. Ah, nee, das waren ja die Supernasen. Also wenn ZDF zahlt, dann setze ich mir auch so ein Konto auf. Nee, wir machen definitiv weiter. Also ich kick mal, dass ich hier heile rauskomme aus euer Schlachtfeld. Das ist doch bloß ein bisschen gerubbelter Blumenkohl. Ralf, willst du mal ganz kurz was zu HACCP erzählen? Ich kenne das nicht. Achso, gut. Ist auch nie so wichtig. Ist doch bloß Blumenkohl. Wie ging's weiter? Also auf jeden Fall liegt jetzt auf meinem Herd mehr Blumenkohl, als du mir letztes Mal übrig gelassen hast. Das war im Endeffekt eine Studie, die NASA 1971 oder 72 in Auftrag gegeben hat für die Hygienevorschriften für Weltraumnahrung. Das Schöne ist, dass es die EU 20 Jahre später für uns als Vorschrift irgendwie übernommen hat. Das ist echt geil. Also wir wissen ja doch Bescheid bestens. Also ist HAACP einfach nur eine Buchstabenfolge, eine amerikanische Buchstabenfolge. Und ist ja eigentlich auch nur eine Belehrung, oder? Das, so wie es früher mal war, dass du hin musstest. Was stellst du Fragen? Du bist der HACCP-Beauftragte in unserem Unternehmen, Freundchen. Deswegen frage ich ja. Nein, ich finde es halt manchmal immer so lustig, wenn du ein kleines Restaurant hast, auch ein Ausbildungsbetrieb zum Beispiel bist, ja. Und im Endeffekt halt jeden Tag die Temperatur im Kühlschrank messen musst, weißt du? Weil ich meine, ich habe nur so ein paar Leute, ja, und der ganze Bürokratiekram, ja. Der ist größer als sie das nachmessen, aber im Endeffekt. Das ist für mich halt für, es geht halt permanent so ein bisschen auf den Senkel. Ich verstehe das, wenn ich natürlich sage, da ist eine Produktionsstelle, die halt 10.000 Portionen am Tag produzieren, aber die dann quer durch Deutschland gefahren werden und dann langsam auf 60 Grad erhitzt werden. Ja. Die sollen Handschuhe, Mundschutz und alles tragen. Das verstehe ich auch, aber das ist ja nicht nur immer, das ist ja auch für einen Unternehmer. Ja? Unsere Kühlschränke sind ja natürlich voll immer nur mit Wagyu-Filet, Kaviar und weiß ich was alles. Und wenn das natürlich mal irgendwie flöten geht, ist das natürlich für einen Unternehmer auch ärgerlich. Deswegen hast du deine Kühlschränke eh immer im Griff. Richtig. Da musst du nicht irgendwie in der Liste die Temperatur eintragen. Richtig, aber die kann man sich auch schon fertig im Internet runterladen und dann hast du da keinen Stress mehr. Okay, ich lasse dich mal wieder in Ruhe. Ja, da sind die Jungs halt doch manchmal ein bisschen schlauer als der Ralf. Ja, na, deswegen seid ihr auch da, damit jemand meine... ich suche die ganze Zeit Curry. Gibt es hier keinen Curry, oder? Nein, hier gibt es bestimmt irgendwo Curry. Gibt es hier irgendwo Curry? Bisschen noch? Erich? Curry? Einfach einen normalen gelben normalen Curry. Madrockas oder irgendwas. Irgendeinen schönen fruchtigen Curry. So. Boah. Wie ist es eigentlich, Ralf? Du hast vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, du hast... Alter, ist das warm heute hier? Es ist wahnsinnig warm. Halb Deutschland säuft ab und wir schwitzen uns hier. Du hast vorhin... Oh. Oh, viele Grüße von Toffi soll ich bestellen, ja? An die Dorfschönste. An die Dorfschönste zurück, so rum. Wenn der Walde dran denkt, mir die Adresse gibt, dann schicke ich dir gerne eine mit einer netten Widmung. Ja, du müsstest uns natürlich, ja? André Holm Krämer. Ich hoffe, unsere Autogrammkarten sind bei dir angekommen. Und stimmt, wir haben deine E-Mail-Adresse, das ist völlig korrekt. Ja, meine E-Mail-Adresse kann ich ja schlecht eine Autogrammkarte hinschicken. Ja, aber wir haben auch die richtigen Adressen, müssen wir haben, weil wir haben auch welche hingeschickt. Also insofern müssen wir die haben. Wir leiten die auf jeden Fall weiter und wenn nicht, schreibst du einfach nochmal eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten. Obwohl ich gesehen habe, bei dir im Hintergrund hinkt eine Karte vom Ralf. Ich habe das gesehen, weil er hat uns nämlich netterweise so einen Auszug geschickt von sich und er hat wirklich eine Ahnentafel da mit dem Who is Who der deutschen Köche. Und da hingst ganz vorne übrigens auch du. Mhm. Nämlich. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Ja, das war wirklich. Also, ich glaube, du hinkst. Oh ja, ich glaube, du hinkst sogar neben zwei, drei richtigen Größen. Sag mal,
in welcher, wo soll man denn das Flank anballern? Völlig egal. Also wenn wir es jetzt einfach so richtig Muffin Dirty machen. Curry pur. Roter Curry. Gelben Curry wollte ich. Ich habe gesagt, einen schönen fruchtigen gelben Curry, Madrockas oder sowas. Aber ich kann es ja nicht wissen. Du bist ja erst im 7. Jahr in der Lehre. Hast du Pfannen, die nicht beschichtet sind? Nee, wir haben so eine geile von AEG, so eine geile Bratenplatte mit Grillmuster. Haben wir nicht? Warum nicht? Haben wir nicht? Okay. Haben wir bald wieder, okay. Dann habe ich aber drüben noch eine Grillpfanne. Machen wir da eine am Ende, dann machen wir doch die Polanenwurst. Nee, komm, lass uns. wir haben drüben aber noch andere Pfannen. Du musst mal kurz was erzählen, ich bin gleich wieder da. Ich krieg mal eine andere Pfanne. Heiko, komm doch mal zu mir. Was sagst du denn dazu wieder, weil da hier mal so eine Unordnung war? Ich höre euch! Ich muss sagen, bei mir sieht es nicht viel ordentlicher aus. Ja? Ja, aber ja natürlich, wenn du jetzt normal arbeitest, ist es ja natürlich klar, dann wischt man noch mehr ab. Aber wenn man hier 1000 Fragen beantworten muss, dann wirklich. Dann doch keine Obstchen. Hier so ein Obstcurry. So hin wollte Walter haben. Nee, der ist gut. Ja. Finish. Habt ihr bei euch auch so eine gute Seele, der mal alles macht? Habe ich auch, ja. Nur die ist gerade im Urlaub. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, es muss halt jeder mal im Jahr in Urlaub fahren. Und wie läuft es denn bei euch jetzt gerade so? Nach Corona, mit Corona, vor, hinter Corona, wie auch immer. So, ich habe eine Pfanne. Kriegst du, oder? Kannst mir auch nachher sagen, wenn Walde weg ist. Was? Im Moment muss ich sagen, es ist schon schwer. Es ist echt schwer, weil auf der einen Seite waren wir vor Corona, haben wir einfach noch 6 Leute mehr auf dem Dienstplan gehabt. Und wir suchen verzweifelt jemand, der Lust hat, bei uns im Service mitzuarbeiten. Und ich suche auch gerne noch jemanden für die Küche. Also ich bin einfach unterbesetzt. Also wir könnten, glaube ich, im Moment echt mehr machen. Aber ich habe gar keine Leute dafür, um mehr zu machen. Größte Problem in der Gastronomie im Moment. Ich glaube auch wirklich, wir werden aussterben. Ja, unsere also Leute, wenn sie das noch eine Weile weiterziehen, dann werden wir das definitiv. Ja. Genau, unsere Leute, zum Beispiel der Toffi, der auch immer bei uns gearbeitet hat, der sitzt bis um 11 sitzt er bei sich am Strandkorb, der geht da ein paar Stunden arbeiten, verdient gute Geld, ist mittlerweile schon Norddeutscher, so wie er quatscht irgendwie, aber im Endeffekt fehlt er hier, weil man kann ja die Leute anrufen, kommst du und hast du und willst du und dann blockst du die Leute und im Endeffekt sagen sie wieder ab, weil wieder irgendwie was ist, deswegen ist es sehr schwierig. Wir haben neulich eine Veranstaltung, erst einmal wieder Gäste gehabt, war ja schön, 80 Gäste. Uns fehlte tatsächlich noch eine Servicekraft, weil die Gäste von 60 auf 80 aufgestockt haben. Wir haben 2 Tage gebraucht, um eine Servicekraft zu finden. Ja. Ja, unfassbar. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen, also immer ein bisschen wehmütig, aber zum Glück haben wir jetzt auch keine großen Caterings, dass wir jetzt erstmal langsam anfangen können, die Leute akquirieren. Aber wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann kannst du ruhig den Walde anrufen, der kommt auch und hilft dir auch. Oder Walde? Nein, natürlich. Immer. Danke dir. Wir sind. Jungs, ihr seid klasse. Das kann ich wirklich sagen. Wir hatten vor kurzem so eine ganz kleine Charity-Aktion, Kicken für Kids und für die Deutsche Knochenmarkspende. Und mir sind auch 2 Gastköche abgesprungen und das war wirklich mit der ganz heißen Nadel gestrickt. Abgesprungen? Ich dachte, ich war erste Wahl. Also, nee, Quatsch. Aber der Ralf hat angerufen und wir sind sofort hingefahren und das ist natürlich auch immer schön, wenn man sich auf die Leute verlassen kann. So. Und die dann noch was Geiles machen, ja? Eine Hand wäscht die andere und beide das gesichtet, hat ja super gepasst und wir kriegen auch gleich wieder was zurück. Deswegen vielen Dank nochmal an Ralf. Schön, dass ihr da seid. So ein bisschen ist das wie in deinen alten Zeiten, Ralf. Ich weiß auch nicht warum, mich erinnert das irgendwie ein bisschen an die Küchenschlacht hier. Nein, ich habe den Button noch dabei. Hast du noch? Ja. Haben wir ein normales Pflanzenöl? Das ist normales Rapsöl. Olivenöl ist hier drin, das ist normal. So Leute, jetzt fragen wir mal in die Runde, weil der Chat ist ja natürlich logischerweise ein bisschen kleiner geworden, weil ja viele
innige Stammzuschauer hier bei uns in der Runde sitzen. Da wir jetzt praktisch fast unter uns sind, wenn ihr irgendeine Frage habt, kann auch eine peinliche sein, die ihr dem Ralf Zacherl schon immer mal stellen wolltet, ohne dass ihr dazuhört, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit dazu. Nicht? Ach Mensch, ey. Die haben immer alle so eine große Klappe, wa? Wenn sie so beim Tippen sind, dann gibt es da kein Mensch auf den Ton, wa? Die Platte habe ich, aha, mir dämmert. So, ich glaube, der auch ein Zuschauer der ersten Stunde, der Micha, der hat bestimmt mal eine Frage an Ralf. Ich hab keine. Tut mir leid, Heiko. Ich esse gerne, aber ich gucke nicht so gerne. Deswegen gucke ich euch immer zu. Du verschenkst, das ist übrigens auch der Mensch, das ist für alle, die da draußen zuschauen. Das ist der Mensch, der bis jetzt fast jeden Preis, den er gewonnen hat, verschenkt hat, weil er nicht haben wollte. Stimmt, das muss ich sagen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Mit dem Messer habe ich mich schon selbst geschnitten. Meine Frau ist Zeuge. Ja? Der Whisky steht bei uns zu Hause, damit wir den zu einem gegebenen Zeitpunkt öffnen können. Und das andere haben wir eingetauscht und das Öl ist schon in Betrieb und hat diversen Salaten quasi. Ich finde deine Formulierung dabei auch wunderschön. Ich habe mich mit dem gewonnenen Messer selbst geschnitten. Jawohl. Wie wäre denn der Werdegang sonst? Du gibst es deiner Frau und klebst ihr ein Pflaster auf? Logisch hast du dich selbst geschnitten damit. Ja, ich selbst war der Dussel, der quasi sich verletzt hat. Ich gebe es zu. Aber da bist du nicht der Erste. Ich hatte schon von mehreren gehört. Igel Dirk, ne? Habe ich auch gehört. Vor 2-3 Sendungen zu Gast gewesen. Auch der hat sich am Messer geschnitten. Weil Überraschung, der hat ein neues Messer gekriegt, das Messer war scharf. Totale Überraschung. Genau, grundsätzlich schneidet man sich ja auch immer an neuen Messern. Marco, du musst immer, wenn du umschaltest, Bescheid sagen, dass ich meinen Bauch einziehe, ey. Das kann dann nicht wahr sein. Ja. Unglaublich. So, warte mal, ich mach mal jetzt, achso, das ist zu laut wieder. Ist das zu laut, Marco? Sag mir mal, ich mach mal die Lüftung hier an, ist das zu laut? Was ist, die funktioniert nicht, wie immer. Ey. Also insofern ist es nicht so schlimm. Was hast du denn zu dem Format? Wie findest du das irgendwie? Ist das verbesserungswürdig? Sollte ich vielleicht mehr kochen, wie du mir das sonst immer sagst? Also ich finde die Idee erstmal sehr, sehr gut, weil ich in dem Zeitpunkt sich zu trauen, was Neues zu machen, ist das Respekt, wo ich weiß, dass ich das machen darf. Wir gucken super Donnerstag. Ich muss jetzt noch beeilen, dass ich 5:09 Uhr zu Hause bin. Ich sehe manchmal vom Mikrofon steht. Ich finde das mit dem Chat sehr, sehr gut, weil man wirklich da so ein bisschen interaktiv sein kann. Bisher ist mir nicht eingefallen, wo ich sage, das würde ich verändern. Vielleicht bessere Preise, Urlaubsreisen oder Autos. Ja. Autos. Autos, Weltreisen. Mal gucken. Okay, na gut, dann schalte ich mal wieder rum zum Walde. Der macht da einen riesen Qualm dahinter. Ich glaube, die Feuerwehr kommt gleich. Wenn diesmal nicht ich, ist diesmal Ralf, der nichts macht. Ihr habt Flank gesagt. So, Ralf, du bist beim Flank. Ich bin jetzt gerade dabei, hier unseren Blumenkohl, Romanesco, Couscous, whatever auch zu vollenden. Halt! Lecker, ich mag's ja gern, wenn da so ein bisschen Struktur drin ist. Oder? Alter! Zum Wohl! Ich habe mir gerade gedacht, das letzte Mal war es, glaube ich, nicht so trocken wie heute, gell? Nee, letztes Mal lief das mit der Getränkeversorgung irgendwie ein bisschen besser. Verstehe ich, wir haben heute Gäste. Aber was ist ja schön, dass die Gäste zu trinken haben, aber wenn die beiden, die hier viel sprechen müssen, kein Wort mehr rauskriegen, weil sie Watte spucken, ist das natürlich auch blöd. Also ein kleines Getränk wäre schön, was magst du haben, Ralf? Eine Weinschorle wäre geil. Oh, die nehme ich auch. Eine Weinschorle, eine große mit Eiswürfel, da wäre ich auch dabei. Guck mal, was die Kartoffeln machen. Bisschen noch? Oh, sind aber schon fast. Dann machen wir, kannst du Umluft grillen machen, dass du oben nur ein bisschen so. Dass die noch einen abkriegen, so ein bisschen Farbe kriegen. Heißluft grillen, ja, mal doch. Machen wir noch ein bisschen Temperatur mehr. Und auf geht's. Mal kurz das Blech weg.
So. Also dann sind wir schon ziemlich weit eigentlich, wa? Ja. Die Kartoffelchen, die sind auch gleich gut. Willst du die als Scheibe drauf lassen oder willst du die nochmal irgendwie ins Flottschnitz nehmen? Nee, Quatsch da. So wie das, oder? Scheibe. Ceviche? Dann machen wir Ceviche. Machen wir Kraut, Ceviche oben drauf. Ja. Dings da außen rum. Gute Idee. Das kann ich mal zur Seite stellen. Machen wir ein bisschen Koriander rein. Ah, Koriander geht immer. Das braten wir jetzt bloß ein bisschen scharf an, oder? Das ist ja schon durch das Aktivieren, wo ich vorhin von abgekommen bin, mit Salz und Zucker, ist das ja eigentlich schon fast gut. Willst du es mal anbraten? Aber willst du es kalt lassen? Oh, danke schön. Sehr gerne. Danke schön. Oder willst du es so lassen? Oh, nein, schon zu. Was hat er gemacht? Zu viel Salz? Erinnert mich an Mario Kutaska. Oh, ist doch super. Sagt Mario dann auch immer. Hm? Aber das ist einfach wirklich so, wenn du viel schwitzt, willst du mehr Salz. Meine Frau würde sich jetzt noch ein Löffelchen drauf machen. Meine Frau war heute Mittag auch bei mir essen, sagte viel Salz. Sag ich, hast du viel gearbeitet, Schatz. Warte mal, ich rühre mal durch. Da können wir natürlich auch kalt lassen, ja, super. Noch besser. Ich finde so rohmarinierten Spitzkohl finde ich halt eine Bombe. Ich finde auch geil, so ausgelassen mit einfach ein bisschen richtig dekadent Fetttrüffel drin. Finde ich auch geil. Auch geil, ja. Kommt ja noch die Säure. Dann passt es wieder. Ach, herrlich. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gedöls. Hier, wir machen aber so ein paar Share-Teller, gell? Ja, wir haben hier, guck mal, wir haben ein paar kleine hingestellt, da können wir von jedem was drauf machen. Dann kann jeder mal was probieren. Und das Flank ist aber für uns, oder? Ja, ein bisschen Flank geben wir ab. Aber ich glaube, das ist eh noch nicht fertig. Nee, das braucht noch ein Stückchen. So. Jetzt probiere ich das nochmal. Probieren wir das, damit du weißt, ob du das mal draufnehmen kann. Ich finde es ja geil mit ein bisschen Säure und ein bisschen Bissfest noch. Nach dem 10. Mal üben, klappt das. Ey, jetzt komme ich mir aber wirklich vor wie in der Küchenschlacht. So, weil jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ihn grüßen. Der Hallo Jungs hatte kein Netz, habe ich was verpasst. Ja, du hast immer alles verpasst. Der Marco. Marco, liebe Grüße nach Chemnitz. Ja, Showa Group, wusste gerne, dass das der Fachkollege ist. Ja, das ist der Marco aus Chemnitz. Ja. Ja. Also, schönen Gruß, du hast nichts verpasst. Nö. Außer den riesen scheppernden Applaus am Anfang für meine Person, aber naja, das holen wir nachher nochmal nach, Marco, ja? Gut. Aber nur für dich, Marco. Ja. Und noch einen schönen Gruß an, ich muss ja mal darin kicken. Das selber. Ja. Und noch einen schönen Gruß an Dr. Meier, den haben wir noch vergessen. Dr. Meier haben wir vergessen. Und vielleicht der Exil aus Berliner, der Jaus nach Arizona, vielleicht noch einen schönen Gruß. Grüße nach Arizona, das hört sich immer geil an. Wir grüßen Arizona. Ja. Obwohl der jetzt gerade in Honolulu ist, surfen, hat er mir gerade Bilder geschickt. Geil. Ja, fiese Sache. Dann auch natürlich live Grüße nach Hawaii. Genau. Ja. Okay. Und damit nicht der Schweiß sich mit den Tränen beim Heiko vermischt, kriegen wir jetzt mal einen herrlichen Applaus für den Heiko hin. Das ist schlimm, wenn Schweiß und Tränen ineinander übergehen, dann wird es irgendwann übel. Ich liebe das. Ich liebe Applaus. Blut, Schweiß und Tränen. Nee, weil sonst halt immer nur diese die Pfeife, weißt du, hinter mir mal. Ey, weißt du, und jetzt so ein bisschen Applaus ist ja auch cool. Also kann man sich dran gewöhnen. Oder Ralf, was sagst du dazu? Applaus ist super. Ja, finde ich gut. So, dann können wir mal. Also, Moment. Ich wollte gerade philosophisch werden. Der leere Teller ist der Applaus des Koches. Jetzt geht das. Bravo! Ja! Oh. Philosophisch. Ja, philosophisch war das. Fand ich schon. So, Ralf, wollen wir anrichten oder was? Wollt ihr mal probieren? Nee. Ihr seid so leise? Nee. Anscheinend nicht. Warte mal, wir sagen. Oh, guck, jetzt kommt der Kartoffelchen. Ich kann es noch ein bisschen. Könnt ihr vielleicht eine Zuschauung haben? Weil ansonsten haben wir noch ein paar lustige Bilder für Best-of, wenn ich jetzt versuche, bei 200 Grad das Blech da aus dem Ofen zu holen.
Nee, das weißt, das weißt du, was wir machen? Wir schneiden das Flank jetzt einfach nur roh, dünn auf, ziehen das unter die Ceviche und dann machen wir das schön auf den Krautsalat. Das ist auch geil. Das ist super geil. Wir flüstern ja nicht, wir haben ja ein Mikro. Außerdem, wir kennen ja nicht, Mann, im Flying Service, wenn Gäste so nah dran sitzen, müssen wir noch. Aber wisst ihr, was ich neulich mal gemacht habe? Ich habe eine Ceviche gemacht, aber schön vom Kabeljau. Ja. Und habe dann Speck ausgelassen, richtig geilen Lardo ausgelassen, habe da drin ein paar Garnelen angezogen und habe den geräucherten Speck so außen mit rum gemacht. Das war auch ein geiler Kontrapunkt. Ja, das ist übrigens auch immer, wenn du Tofu zubereitest, richtig schön viel geräucherten Bauchspeck dazu, dann ist Tofu. Dann ist Tofu voll super. Geil. Ich wollte gerade mal dazu sagen, wenn du zu mir sagst, immer wenn du Tofu zubereitest. So, kommt ist, nicht so oft vor bei mir. Das ist für Blech und das ist für deine Stirn. Das Stirn nützt nicht mehr, er hat schon probiert. Ja. Dann komm mal her hier, stell mal hier 10 Minuten hin. So, pass auf. Das stelle ich hier ab. Ah, was wir alle. Also jetzt mal ohne Scheiß, also ohne dafür einen Applaus einstreichen zu wollen, aber dafür, dass wir bloß ein kleines Ceviche machen wollen, haben wir eine ganze Menge gemacht, oder? Jo. Also das war ein Scherz mit dem Applaus. Also kann ruhig einer kommen. Wir machen eh eine Scheibe, wolltest du mit drauf machen, oder, Ralf? Ja, genau. Ein bisschen Zitronensaft noch drauf. Also so ein bisschen so. Limetzki von oben? Limetzki, ja genau, also weiß schon. Ich mach's so von oben einfach. Ich brauche ja die Leiter nicht. Das war jetzt nicht gegen dich, war gegen den. Ist schon okay. Ich meine, ihr habt auch so eine niedrige Arbeitshöhe. Selbst ich muss mich ja schon bücken. Alter, wenn... Was denn? Alter, wenn du mit deinen riesen Fingern da rein greifst, das ist so, als wenn du ein Schnapsglas Limettensaft auf die Kartoffel machst. Nur eine Prise, hat er gesagt. Es war. Vorher ein Viertelchen mehr drin und jetzt ist immer noch ein Viertelchen drin. Freundchen. So, jetzt mal, sieht man auch, dass die Garnelen jetzt so ein bisschen umgefärbt ist, so ein bisschen weiß geworden. Halt, warte mal, stopp. Halt, warte, Heiko will die Garnelen kosten. Ich setze schon mal überall ein Kartoffelchen hin, oder? Das ja, kann man genau. Ja schon mal machen. Das Einzige, was da noch echt geil wäre, wär so ein paar Avocado-Würfel. Dass wir so ein bisschen was Fettiges, Cremiges hätten. Weil das ist ja wirklich so ein absolutes Low-Carb-Gericht, so wie wir es jetzt gekocht haben. Ja, na, pff. So. Zack, zack. Ich kann noch ein paar Teller mit der Hand anrichten, dann haben wir fettige Creme wieder. Eieiei. Komm da rüber. Zack, zack, zack. Okay, hier werden ganz mal ganz fiese Wetten, werden die neu gemacht. Wenn ich eine Garnele koste, zahlt Heiko 10 Zehner für die Kosten. Wenn du eine. Nee. Fällst du dann tot um oder wie ist das? Wenn wir schon über sowas reden, müssen die Bedingungen natürlich auch klar definiert sein. Kosten bedeutet kauen und runterschlucken. Und nicht bloß. Keine PCR-Garnele, sondern schon mit runterschlucken. Nicht bloß ein Abstrich. Ja, machen wir, aber der Ralf fetzt ja wirklich alle Garnelen mit der Hände an. Nee, das ist ja unappetitlich. Will noch irgendjemand sehen, wie Heiko Garnelen ist? Der Ralf. So, Publikum. Publikum entscheidet, wa? Publikum ist König. Warte, dann lass doch mal so ein kleines Garnelchen hier außen vorliegen. Nee, also, Was denn? Ein halbes Garnelchen ist ein halber Hummerschwanz, was du mir hier packst. Guck, die ersten kommen schon mit Geld. Für die Zuschauer, die nicht wissen, worum es bei der Wette geht. Heiko hat eine unfassbare Vorliebe für Meeresfrüchte. Ja? Und Heiko hat so... Ja, wie soll ich es nett beschreiben? Bei ihm funktioniert bei Meeresfrüchten die Verdauung umgekehrt. Ja? Also, das ist der Hintergrund, dafür, dass er hier Geld dafür geboten wird. Also ich habe auf jeden Fall Meeresfruchtbulimie, habe ich. Die hast du definitiv, ja. Ich muss schon vorm Essen würgen. Also wie gesagt, der Zehner steht, andere wollten auch noch was. Ich habe den Garnelchen zur Seite gelegt. Also, Zehner, ey. Für den Zehner lässt er sie nicht, hat er gesagt, hat er keine Lust. Für mehr wäre er dabei. Für guten Zweck pro Kopf ein Fünfer. Für guten Zweck. Ja. Dann sogar mehr. Für guten Zweck noch mehr. Jeder Fünfer.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kick mal Dr. Meier live und den Paar weg, dreh durch. Dr. Meier. Gut, okay, für Newtons Zweck mache ich das. Aber ich nehme hier. Aber ohne das hier. Muss ich jetzt meine Kontonummer abgeben oder wie war das? Guter Zweck bedeutet bei uns immer dasselbe. Seit Jahren unterstützen wir sie. Also guter Zweck bedeutet, das Geld, was da zusammenkommt, dass Heiko eine Garnele ist, geht an unser Herzensprojekt, geht an Straßenkinder e.V. Ja, die unterstützen wir seit 15 Jahren und da wird es auch hinnehmen. Also ich leg noch mal was drauf, wenn ich noch Pulpo holen darf. Eine halbe. Nee, da komm jetzt. Eine halbe oder eine ganze? Die schmeckst du doch gar nicht mehr. Die ist so im Sud. Nee, kann ich nicht. Seid die sauer, Straßenkinder. Wir müssen uns irgendwie anders... Wir müssen uns anders kümmern, aber nee, kann ich nicht. Nein, ich esse. Ja, Heiko, und jetzt kommt, ess mal eine runter. Nein. Nee, seid nicht sauer, aber das kann ich leider nicht machen, weil dann muss ich brechen. Oh, wenn man noch ein bisschen von dem geilen Sud rummacht? Aber. Ich glaube, es ist sauer genug, oder? Ja. Meinst du? Ach komm, nein. Wir erhöhen um 10 an den Pulpus. Heiko? Ganz kleinen Tropfen los. Beide? Nee. Nee, gib mal alles wieder zurück. Kann ich nicht. Mach ich nicht. Gib alles wieder zurück. Oh, Walde, jetzt komm, bestell dir nicht so an. Das ist doch nur eine kleine Garnele. Eine Garnele und ein Bäuerchen. Nein, aber wenn das jetzt schon mal da ist, können wir das ja trotzdem für die Kinder spenden, oder? Ja, das machen wir so oder so. Ich bin der Neue hier. Ich halte mich da raus, gell? Ganz klein. Nur der Geste will. Ja, jeder Stück, das schluck ich ja runter. Na warte, dann hol ich mir. Ist aber noch nicht runtergeschluckt. Freut euch nicht zu früh. Sag mal, sollen wir das Essen verteilen? Wir machen das alleine, klar. Du bleibst mal hier, erzählst den Leuten was. Ralf und ich machen mal kurz Service. Oh, ist das fies, ey. Dankeschön. So, jetzt kann ich es ja sagen, ich esse endlich Garnelen, aber es ist für die Kinder. Potpourri von allem. Das ist eine super Sache. Gib mal weiter durch. Ja, na denn, vielen Dank. Gut, ich muss mal was trinken gehen. Danke nochmal dafür. Tja, Publikum nimmt manchmal so ein, du musst mal da kurz stehen bleiben, sonst keiner da. Wir machen uns Herr Witze. Ihr habt bald Sascha Witze. Stell dir nicht so an. Wer hat Bock? Habt ihr schon was? Svenny, habt ihr was? Ich lasse es einfach mal hier stehen, verteilt einfach. Du hast was? Ja. Und nachher haben wir auch noch die beiden Showteller hier, obwohl die sind für uns, oder? Also lass uns einen Teller teilen. Ja. Mach einfach Spaß. Aber mit dem Kohl ist eine geile Idee. Jetzt nehmen wir ein bisschen Süßkartoffel dazu, da hast du dieses Stärke hier dabei. Und dann kommt die Süße halt, deswegen kannst du das auch komplett ohne Süße halt machen. So, weil dann würde ich mal sagen, dann würde ich da jetzt alle essen und wir soweit sind, dann würde ich mal sagen, dann schwenken wir mal rum. Würde ich auch sagen, wir schwenken mal rüber zum Adrian. Entschuldigung an unsere Zuschauer, bitte könnt nicht so laut. Könnt ihr bitte leise essen? Könnt ihr bitte leise essen und nicht schmatzen und nicht würgen bei Garnele essen? Macht man nicht. Schmeckt gut. Okay. Wir kommen gleich zur Reaktion von euch, kommen wir gleich, aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Genau. Dass der Adrian seine Zeit kriegt, der will uns was wahnsinnig über Mai Tai berichten. Wir durften schon kosten. Also wir schwenken jetzt mal um, wir gehen rüber ins andere Studio und dann bis gleich.
Schönen guten Abend. Ich warte zwar gerade noch auf meine Gäste, aber die sind schon mal auf dem Weg hier rüber. Ihr habt sie ja gerade schon gesehen, der Weg ist ein bisschen länger in die nächsten Studios. Wir machen heute, ich hatte es gerade schon angekündigt, ein bisschen was rund um den Mai Tai. Der Per, der macht das wie viele andere gerade, der ist gerade surfen oder was weiß ich. Genießt auf jeden Fall das gute Wetter und ist hoffentlich nicht in Deutschland im strömenden Regen. Das heißt, wir übernehmen das Ganze heute ein bisschen mit dem Mai Tai. Wir sind in der Tiki-Region, das heißt sehr rumlastige Cocktails. Schön kräftig dürfen sie sein und das Ganze ein bisschen exotisch und das Ganze natürlich gerne in Tiki-Bechern serviert. Das sind hier so kleine in dem Fall, die haben unterschiedliche Formen. Jeder hat da andere. Wir haben jetzt diese heute. Mai Tai, klassischer Rum-Cocktail. Ich habe es gerade gesagt. Oh, und kaputt gemacht. Man hört so ganz andere Studio, die ich schreie, deswegen, naja. Ich fange mal ganz entspannt an mit viermal diesem ganzen schönen Drink. Ursprünglich bewegen wir uns einer Zeitregion von 1944. Pi mal Daumen, da hat ein gewisser Victor Bergemon hat den Mai Tai entdeckt, sagt man so schön, oder erstmals als solchen verfasst, nachweislich. Und er hat den für seine Freunde, sagt man, gemixt. Das waren drei Freunde, wohlgemerkt. Er hat den in der klassischen Rezeptur, das hatte ich vorhin gemacht, mit einem 17-Jährigen, den Rum habe ich jetzt nicht hier, aber einen 17-Jährigen gelagerten Rum benutzt. War extrem kräftiger Drink, hat ein bisschen frische Limettensäure dazu genommen, wie wir es alle kennen im Mai Tai, ein bisschen Mandelsirup. Und jetzt kommt ein kleiner Clou bei der ganzen Geschichte. Viele sagen einfach, Mandelsirup, das ist der ganze Spaß bei der Geschichte. Stimmt allerdings nicht. Wir benutzen zusätzlich mal noch braunen Rohrzucker. In dem Fall habe ich aus dem Hause Gifar den braunen Rohrzucker genommen. Und das bringt dem Ganzen einfach noch so ein bisschen was Cremiges, was Smoothiges, weil nur der Mandelsirup als solches ist doch sehr penetrant, sehr prägnant einfach im Drink. Und wir wollen das einfach schön verbinden, deswegen kommt der Mandelsirup mit Verbindung normalen Zucker zum Einsatz. Ich fange einfach an soweit erstmal. Wir machen die etwas gesellschaftskonformere Variante. Wir nehmen einen starken Rum, wir nehmen auch wieder den Ronza Capa, den wir vorhin schon mal hatten. In der Rezeptur 3cl, jeweils den Angostura, der danach folgt, auch nochmal in 3cl. Und gefolgt von einem Overproof Rum, den werde ich aber nicht in den Drink selber reinmachen, weil es ist ja doch sehr warm. Wir sind im Sommer, wir wollen es ein bisschen leichter haben, sonst kippen wir alle sofort um. Wir machen das Ganze einfach nur ein bisschen oben drüber. Wir flammen den Cocktail ab damit und das hat den schönen Nebeneffekt, dass es unglaublich nach Karamell und Schokolade riecht, wenn wir diesen hochprozentigen Rum nochmal abbrennen über dem Drink nachher. Das zeige ich euch aber. Und es gibt diesen kleinen Clou, viele sagen immer, ja, Mai Tai und Ananassaft und haben immer diese schöne Variante vor Augen, dass man so sagte, ja, da muss Ananassaft rein und gib ihm volle Möhre. Stimmt eben nicht. Also, dass man Ananassaft in den Mai Tai als solchen reinmacht, das hat man später erst gemacht, weil ja diese extreme Rumlast, die wir drin haben, bei Mai Tais teilweise bis zu 9cl, je nachdem, wie heftig man den Drink macht. Boah, also wir sagen Tiki dazu, aber es geht auch in diese Region, man nennt es auch Knockout-Cocktails und das, ja, trinkt da mal zwei, drei von und ihr wisst, was los ist, wollen wir natürlich nicht haben. Jetzt habe ich den Mandelsirup, den ich noch jeweils mit dazu gebe, in einem kleinen Schwapp. Der Pär hat es ab und zu mal gemacht, die Gläser mit Eis vorgekühlt, mache ich in dem Moment nicht, weil dann kann ich nachher den Show-Effekt nicht mehr machen mit dem angebrannten Rum. Weil wenn er verwässert, dann haben wir einfach nicht mehr die entsprechende Temperatur, die wir erreichen können, beziehungsweise den Alkoholgehalt, der dann noch dafür sorgt, dass das Ganze abbrennt. Adrian, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Hau mal rein. Warum habt ihr denn immer so einen Eierbecher bei? Was? Ah, diese Eierbecher, du meinst auch Jigger im Fachjargon genannt. Ich habe hier diese, ist vielleicht die etwas gängigere Variante. Das ist nichts weiter als, was ihr in der Küche habt, die großen Messbecher. Nur wir, die wir ja nicht benutzen. Die ihr nicht benutzt, genau. Nee. Aber hat man das nicht im Gefühl so? Also ich bin ja wirklich auch schon 25 Jahre an der Bar, aber mal auf der anderen Seite. Und ich habe das immer beobachtet, dass wir immer ein Gefühl haben, wie viel. Oder macht man das heutzutage nicht mehr? Also man kann das durchaus machen. Die Frage ist, was benutze ich als oder was für einen Drink mache ich dir gerade? Wenn ich dir jetzt einen dieser fancy Cocktails mache, wie Pina Colada mit Sahne, Sex on the Beach, da sind wir in einer Region, da interessiert mich das herzlich wenig, ob da jetzt 2cl Rum, 2cl Wodka drin sind. Das schmeckt
niemand raus, inklusive uns, die ja hinter der Bar arbeiten. Da würde ich dir jetzt nie sagen können, ja, ich schmecke raus, da sind 1,5 cl Sahne jetzt drin, anstelle der eigentlichen 2, die rein müssten oder was weiß ich. Das heißt, dieses Barmaß benutzen wir bei qualitativ sehr, sehr hochwertigen, sehr anspruchsvollen Drinks, weil da reden wir natürlich einfach von auch Wareneinsatz auf der einen Seite und das andere ist, wir wollen natürlich, dass der Drink immer die gleichbleibende Drinkqualität als solches aufwartet. Und deswegen benutzen wir dieses Barmaß. Der Per hat gerade gegrüßt. Der Per hat gegrüßt, ja. Doch, vom Surfbrett aus. Meine Güte, ist das ein sportlicher Mann. Wo ist der im Sanatorium? Ach nee, Santorini. Okay, alles klar. Ach, der ist in Santorini. Ach, ja, siehst du. Noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja, hau mal rein. Magst du Garnelen? Ich kann sie essen mittlerweile. Ich taste mich langsam an Fisch ran. Ich habe es eine ganz lange Zeit gehasst wie die Pest. Also Zubereitung immer geliebt. Ich habe ja auch mal Hotelfach gelernt, in der Küche gearbeitet. Lachs bis zum Getno gebeizt. Ich habe es geliebt, aber ich kriege es einfach nicht runter. Mittlerweile taste ich mich ran und Garnelen. Mittlerweile kriege ich runter. Wurdest du genauso gezwungen wie ich? Ich wurde in der Ausbildung bei mir damals in der Tat gezwungen, hier die schönen Austern zu schlürfen. Also das habe ich auch nur direkt, jetzt darf man es kaum laut sagen, aber wir sind ja hier ein bisschen direkt berlinerisch in der Schnauze. Über der Biotonne habe ich das gegessen, weil die Reaktion war genauso wie erwartet. Es ging schneller raus, als es reinging. Über eine Biotonne würde ich gar nicht essen, da würde ich sofort brechen. Na, das ist das war ein 563-Zimmerhaus, das heißt, wir haben da jeden Tag eine schöne Frische gehabt. So, warte mal ganz kurz. Pierre, guckst du bitte, er macht zwei mit einmal. Warum muss ich dir mal helfen? Also das ist doch mal ein styler Typ, oder? Direkt zum Shaken kann man sagen, es gibt... Pierre macht das länger. Ja, genau, ich will jetzt zum Shaken nämlich was sagen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie ich shake. Es gibt zum Beispiel einen Japan Hard Style Shake. Das ist wirklich, da geht es darum, ich mache es jetzt mal ausnahmsweise bei einem, obwohl es bei dem Drink zu schade wäre. Da geht es wirklich darum, maximale Kraft in den Drink zu geben. Weil ich dadurch natürlich, wir haben, wenn wir uns das mal vorstellen würden, hier drin die Eiswürfel schlagen von einer Seite auf die andere und das mit einer entsprechenden Kraft. Und dadurch habe ich natürlich einen Splitter, also der Eiswürfel splittert als solches die Menge und dadurch habe ich eine Verwässerung des Drinks. Aber das will ich natürlich gerade bei so einem wunderbaren Drink, wie wir ihn jetzt haben, nicht erreichen. Sondern ich will einfach nur, dass sich die Zutaten miteinander vermengen, dass sie schön runterkühlen. Und einfach wie einen schönen cremigen Drink haben, insgesamt noch ein bisschen dieser Zucker sich unterhebt und dadurch einfach der ganze ein bisschen fluffig wird. Und das reicht auch schon, weil wer gerade aufgepasst hat, ich habe den großen Shaker benutzt, um Eis reinzugeben, extrem viel. Das ist so eine kleine Variante. Viele sagen immer, nein, um Gottes Willen, bloß nicht so viel Eis in meinen Drink. Boah, das ist so ein Hasssatz eines jeden Barkeepers, weil es geht nicht darum, dass wir den Drink damit verwässern wollen, dass wir Wareneinsatz reduzieren wollen, um Gottes Willen. Das ist eine ganz, ganz klare Qualität, die wir reinbringen, weil gerade in der Bar bewegen wir uns... Hast du was vergessen damit? Ja, wir haben so schön gequatscht, deswegen habe ich den Triple Sec in der Tat vergessen, aber mir ist der Fehler selbst aufgefallen. Ihr hättet sonst natürlich sofort gesagt, ich bin Mai Tai-Fan und da fehlt der Triple Sec gerade. Ja. Ich muss aber auch mal sagen, es ist echt bullenwarm, ne? Das ist schon echt abartig. Ja, hast du gehört hier mit den Shaken, da müssen wir nochmal drüber reden. Der Per macht ja, ich habe ja auch fleißig den Per mitverfolgt bei Whisky Sour und was weiß ich nicht, was er alles gemacht hat. Ja, na klar, da kann man auch ein bisschen kräftiger shaken. Hier mache ich es jetzt bewusst einfach nicht. Okay, lenk dich mal nicht weiter. Nö, brauchst nicht. Ich bin jetzt eigentlich schon quasi fertig. Jetzt geht das Ganze in die Becher. Wir haben jetzt den kleinen Flammeffekt. Wir hoffen mal, dass wir gut, dass ihr noch nicht an der Bar sitzt, weil sonst würde ich euch vermutlich jetzt alles dem Ralf die letzten Haare von der Birne wegbrennen. Gerade sagen die Haare von den Beinen. Also auf der einen Seite, es ist ein schöner Show-Effekt, das ist richtig. Wir reden allerdings bei 73 Volumenprozent, reden wir davon, dass der Alkohol sehr prägnant ist. Der ganze Alkohol ist extrem scharf einfach noch im Geschmack und durch dieses Anbrennen, auch wenn es nur dieser ganz kurze Effekt ist, reicht aus, damit diese scharfen Kanten gebrochen werden und das schön karamellig, smooth und die Schokoladennoten eines Rums hervorheben. Aber warm wird der Drink jetzt nicht dadurch, oder? Auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt auch einen Tiki. Tikis werden schön auf Crushed Eis serviert, das machen wir jetzt auch gleich. Und deswegen ist das dann ein schöner, abgerundeter Drink, der wunderbar kalt ist. Egal, ob der Rum vorher da drin gebrannt hat oder nicht. Immer dieser Hokuspokus. Du bist skeptisch. Das war ein komisches neben mir. Nee, das war, wusste, weil Pia ja nicht mehr schreibt. Das
sauer. Ich glaube, Per ist, der lässt sich nie wieder blicken. Er denkt sich, was macht denn der da schon wieder? Ich habe dem gesagt, der soll nicht so viel Shishi machen. Ja, das tut mir leid, Per. Aber du bist immer noch besser als ich, das weißt du. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Na doch, aus der komme ich immer raus. Ich kläre das dann mit dem Per beim Abendessen mal wieder. So. Kommen die Jungs auch gleich? So. Das Ganze füllen wir jetzt entspannt auf mit schön viel Crushed Eis. Nein, der Drink verwässert. Nein, tut er wie gesagt nicht. Ja, nein, mach das schön rein, weil je kälter der Drink ist, die Küche weiß das. Wir brauchen mehr Cocktails. Genau. Die Küche weiß das. Eis gegenseitig kühlt sich runter. Ist es ja auch, die Hausfrauen wissen das auch. Ja, jetzt sind wir wieder in der Gender-Diskussion. Warum Frauen? Ich sag's jetzt ja. Der zählt nicht bei uns, das ist gut. Schön Berlin, da gibt's die Regel nicht. Das finde ich sehr sympathisch. Ist die Bar eine Frau oder ein Mann, willst du ja die Bar selber auch nicht. Also ist halt einfach, je kälter einfach die Gegenstände an sich sind, umso weniger, die Kälte bleibt ja erhalten. Ist ja alles träge. Und Tiki ist auch jetzt gerade, deswegen habe ich noch die schöne Minze, auch wenn sie als solches in dem Drink träge, nicht ist. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst, Du willst doch nur wieder trinken, ich hab's verstanden. Nee, ich will den wirklich probieren, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Deswegen hat Pierre dir eigentlich gesagt, dass du einen alkoholfreien machen musst für mich? Nö. Kriegst du auch nicht. Aha, ja. Sag mal, also ich war fast anderthalb Jahre arbeitslos durch den ganzen Kram, jetzt trinkst du gefälligst, was ich dir hinstelle. Klare Ansage. Ich weiß ja nicht, ob ich hier überhaupt noch eine Sendung weitermache, weil da erst muss ich eine Garnele essen und dann muss ich Schnaps trinken. Also ich weiß nicht, was daran so schlimm ist. Ich würde das ist ja Mobbing, nennt man das. Freude jauchzend hier rausrennen aus dem ganzen Laden. Mobbing. Jetzt noch eine kurze... Genau, das... Ja, eine kurze Frage, hau rein. Was du willst macht den er jetzt, loswerden. Seitdem ihr keine Strohhalme mehr haben dürft, was macht er jetzt? Da kommt jetzt gleich was ganz Feines, weil der Name Strohhalm setzt sich ja aus zwei Worten zusammen, total easy. Stroh und Halm, ganz abgefahren, Strohhalm. Und das können wir hier in dem Fall auch machen. Wir nehmen einfach schön Strohhalme und dadurch ist das ein... Deswegen mache ich zwei rein. Und du hast ja kräftiges Saugorgan, das geht einfach schnell. Bambus wäre auch cool, oder? So ein Bambushalm? Kannst du machen, aber das muss ja erstmal importiert werden. Woher wissen du, Elli, dass ich ein Saugorgan habe? Hast du keinen Mund, aber reden kannst du mit dem. Ja, läuft nicht, bei dir. Aber nicht saugen. So, Adrian, das sieht sehr, sehr lecker aus. Sieht doch ein bisschen aus nach Urlaub. Ein kleiner Applaus für Adrian auf jeden Fall. Du darfst auf jeden Fall wiederkommen, weil er nicht nur Cocktails mitmachen kann, sondern weil er auch schlagfertig bist. Das habe ich von Per gelernt. So, okay, jetzt hole ich mal die Jungs, dann probieren wir das ganze Ding mal. Ihr probiert das und ich mache fürs Publikum noch eine Runde einfach als kleiner stummer Diener im Hintergrund weiter. Genau, wir machen mal so kleine Shots. Können wir so 24, 9, 6 paar Dinger machen und dann beide. Wir kommen jetzt mal wieder rüber zu euch in die Schule. Der Name Schumann. Wir dürfen ja einfach mal zugreifen. Ihr nehmt mal, oder? Genau. Du nimmst mal hier, der ist ein bisschen schöner. Ich nehme den, wo ein bisschen weniger rangekommen ist. Erstmal kurz. Schön aus, oder? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Die Dinger sehen richtig aus nach Urlaub. Die sehen so wirklich. Das ist ein Tiki-Taka-Drink, was? Das ist ein Tiki-Drink, genau. Zum Wohl. Und jetzt gucken wir mal, ob du das hinkriegst mit. Ob man das trinken kann. So, geht. Boah, das ist der geil. Ohne Ananassaft, aber... Hast du die Cola vergessen oder was? Entschuldigung, haben wir eigentlich Sicherheitsdienst? Kann den jemand rausschmeißen? Ja, mach ich gleich selber. Mach ich gleich selber mit dem Drink, weil du trinkst ja nicht. Warte mal, zeig dir mal die Ananas. Der sieht geil aus. Aber so ein Ding, an eine Strandbar oder so, das ist super. Aber wenn du ein Auto fahren musst, ey, das ist für den Wachmeister nicht so plausibel zu erklären, was ich hier gemacht habe. Herr Wachmeister, ich habe nichts gemacht, ich habe nur Tiki-Taka. Tiki-Taka. Ich habe nur Tiki-Taka. Das Schlimme ist halt, der ist so schön harmonisch, du merkst den Alkohol gar nicht, dass du so... Ja, ja, dann trinkst du ein, zwei. So bin ich mal abgestürzt an der Bar, an der Happy Hour in Miami, an der Strandbar. Mit Long Island Eistee. Ich habe gesehen, was der Typ da reingekippt hat. Und das war bloß so ein Pipettchen, nicht alkoholische drauf, hat die schmeckt wie Saft. Nach vier Runden sah ich aus wie bunte Knete. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir heute das Gewinnspiel ein bisschen anders machen. Und genau. Für die immer zuschauen, wissen ja, wir haben sonst immer
zwei gleiche Preise. Haben wir heute nicht. Deswegen machen wir die nacheinander. Und deswegen haben wir auch keine Frage gestellt. Nicht, weil wir sie vergessen haben, weil wir einen Plan haben. Wir fangen an. Wir bauen den Spannungsbogen auf. Wir fangen damit an. All the power in your hand. Also wir haben hier von AEG einen sensationellen Handstaubsauger. Dann könnte man aber auch zweideutig auffassen. Ne? Ja, also, ja. Du meinst den Satz. Ich mach kraftvoll immer schnell zur Hand. Obwohl, das ist auch nicht besser. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ihr werdet ja gemerkt haben, wir haben noch keine Frage gestellt. Sondern wir haben gesagt, wir geben die Antwort heute vor. Und die Antwort vorgeben bedeutet, die Antwort heute lautet einfach... Nee, das darfst du jetzt nicht mehr verraten. Ach, habe ich vorhin gesagt, oder? Das hast du vorhin gesagt. Okay, dann machen wir es ein bisschen spannend. Wir fangen an mit dem Handstaubsauger. Handstaubsauger ist... Und du musst die Nummer sagen. Gibt es eine Nummer, die da passend zu einem Handstaubsauger ist? Nee. Was denn? Der Ralf schreibt jetzt war ich mal zwei Wochen im Urlaub und jetzt ist es halt anders. Ich schreibe zwar zwei Zahlen auf, von 1 bis 15. Ach so, und die nehmen wir dann, oder was? Na, dann nehmen wir jetzt erstmal eine Zahl, wir verlosen einzeln. Ach so, okay. Greif mal eine Zahl zwischen 1 und 15. So wie bei der Heimzahl. Boah, kennt ihr die Leute, die vor dir stehen an der Kasse und einen riesen Turm aufbauen, weil sie ihre Heimzahl eintippen? Okay. Geht das nur mir als Tätowierten so, dass sie denken, ich klaue ihnen ihr Geld, oder was? Passiert euch sowas auch? Ja. Ja? Aber so! Das ist total behämmert, ey. Der Mani kriegt, wenn du hinter ihm stehst. Also ich bin ein sehr netter Mensch. So, das ist die Zahl für den hier. So kann nämlich nicht die hier, die da drin steht. Die da drin steht, die sehe ich gar nicht. Oh, meine Lieblingsnummer. So, okay, die Zahl. Meine Lieblingszahl. Wir fangen an mit meiner Lieblingszahl. Sensationell. Also, ihr könnt jetzt in die Tasten hacken. Was habe ich vorhin gesagt? Wir verlosen jetzt den Handstaubsauger, die beiden Parolen sage ich jetzt nochmal, damit es nicht zu schlüpfrig wird. Und ihr könnt jetzt die Antwort in die Tasten hacken, die ich vorhin dort gesagt habe. Also ich habe die Antwort heute vorgegeben, wenn ihr YouTube gehört habt. Dann müsstet ihr es eigentlich wissen. Und dann gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, wenn die Antworten vorbei sind. Oh ja, auf jeden Fall haben 1, 2 aufgepasst. Warte, guck mal. 1, 2, 3 haben wir schon. Also ihr könnt weitermachen. Ne? Also die 3 war nicht und die 2 auch nicht und die 1 auch nicht. Also insofern, alle, die ich jemals irgendwas gewonnen habe in der Sendung, sitzen hier am Tisch. Aber die können jetzt alle schreiben und dann nachher die Zahl von ihm ist dann der nächste Preis. Nur, dann müssen halt zweimal schreiben. Na mein Gott. So, jetzt sind wir auf jeden Fall durch mit dem Ding. Tino, ich hoffe, du hast aufgepasst und kannst nachzählen. Weil, ich blende das mal ein, meine Lieblingszahl. Wer mal aufgepasst hat und Sendung gekickt hat, wüsste auch, was meine Lieblingszahl ist. Die Rückennummer von Frank Terlitzki früher. Die Nummer 7. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Wer auch immer die Nummer 7 war. So, Nummer 7 kriegen wir gleich, wer das war. Jetzt sagen wir erstmal Prost. Also, kraftvoll immer schnell zur Hand ist weg. Wir sagen erstmal kurz Prost, bevor wir den Vakuumierer verlosen. Ich finde das ganz schön schlüpfrig. Ja, manchmal geht es aber nicht anders. Also liegt diesmal nicht an mir. Und für alle anderen, ich erkläre es nochmal, weil neue Regeln sind. Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Also alle, die jetzt schon mal was eingetackelt haben, müssen jetzt nochmal was eintackeln. Weil jetzt geht es um diesen sensationellen Vakuumierer. Ja? Also ihr startet, haben wir die Nummer 7 vom ersten Eventspiel? Ja, haben wir? Weil da muss ich nämlich noch kurz warten, weil sonst kommt er völlig durcheinander, wenn ihr jetzt anfangen, wieder alle einzutippeln. Haben wir. Naja, wir machen jetzt einfach, der letzte war Igel Dirk. Warte, ist das so? Der letzte, der geschrieben hat, Tino? Nee, pass auf, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen es ganz anders. Weil das nächste Mal wieder in Urlaub. Bisschen aufpassen müsst ihr schon. Den Vakuumierer jetzt für, ihr seid immer noch die Geilsten. So, und jetzt ihr. Ich muss jetzt mal mitschreiben, wenn die morgen hoch ist. Immer noch die Geilsten. Also der ist wirklich schön. Aber richtig schön, oder? Was?
Das sagen wir, wenn wir durch sind. Kann ich mal auf den Zettel schmulen, damit ich weiß, wie viel das schnell wird? Ich gewinne heute nicht. Ich finde meine Erdbeeren nicht so schnell. Ach, wieder so eine schöne Zahl. Ich liebe Primzahlen. Ich habe ein Handicap. Ja. Eine Frau oder nicht? Nein. Könnt ihr mir das mal hier rumschreiben? Bei Jessica wieder. Ich will einen Schiffer. Hier, da ist der. Hier. Rummelwirbel, ausgelesen. So. Aber sagen wir ehrlich, danach geht man auch ins Bett, gell? Ja. Also ich muss auch noch mit dem Auto nach Hause fahren, deswegen kann ich jetzt nicht so zuschlagen, wie ich das gerne will. Aber lecker ist er schon. Ich hab... Das wird ganz sicher nicht die richtige Zahl sein. Dankeschön. So. Haben wir denn eigentlich, wir sagen jetzt mal, Ralf, welche Nummer? Also, Ralf hat ja gerade zu mir gesagt, er steht auf Primzahlen. Also müsstet ihr ja eigentlich wissen, was auf dem zweiten Zettel steht. So, jetzt kriegen wir mal, wenn Mathe aufgepasst hat. Oh, Herr Neumann, die 13, richtig. Wir haben auch nicht beschmut. Also 17 wäre auch eine tolle Zahl gewesen, aber ich dachte, ich nehme die 13. 13 war Ballack, 17 ist Jerome Boateng. Aber die Nummer 7 war Frank Terlecki. Auch Pierre Lebarski. Pierre Lebarski auch, ja. Der, also, Fußballer haben ja öfter mal O-Bene, aber so geil dieser Mann, oder? Mit Hacken zusammen kommst du dann Schwein durch, ja. Ja, ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit durchmoderieren mit dem Schlank, Niki ist mir irgendwie verjangen. So, also, wir sollten 13 richtige Antworten haben, oder? Gib mir einfach später eine Antwort. Haben wir 13 richtige Antworten, sodass wir einen Sieger haben? Marco. Okay, die Notare brauchen noch eine Weile. Marco. Aber wir haben es gleich. Die Notare brauchen noch eine Weile hinter den Kulissen. Aber man muss auch immer wieder zugreifen bei dem Ding. Was? Es ist hier so warm. Es ist unfassbar warm. Es ist warm. So unfassbar heiß hier. Es tut mir total leid. Wenn man hast du nicht gesagt, die kriegen kleine Schottgläser? So, wer von euch muss noch mit dem Auto fahren heute? Nicht? Nein. Auch alle nicht mit dem Auto gekommen. Ach, das ist herrlich. So, wir verteilen jetzt mal die Getränke. Sensationell gute Getränke. Ich weiß jetzt nicht, wer noch alles irgendwie was kriegt. Du bist so, Nummer 13, dann geht ein bisschen Kopfschmerzen abziehen. Sieht auch lustig aus in dem Bild. Dann kriegt er aber noch mehr. Ey, ich habe 10 Kilo abgenommen und trotzdem sack ich mit dem Hocker so runter. Es ist nur der Hocker schuld. Ey, ich bin total froh, ich habe meinen ganzen Speck weg. Ey, ich habe 10 Kilo runter. Also ich hatte schon mal 13 runter, 3 sind wieder drauf. Nee, ich habe nicht runter, ich habe einfach nur gewechselt. Ja, bei mir war runter ist praktisch. Als ich so gesessen habe und habe an mir runtergekommen, habe ich gesagt, jetzt musst du irgendwas machen. Ernst, lasst uns mal noch ganz kurz, damit wir uns hier gegenseitig auch noch verstehen. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, und zwar, wir haben es vorhin bloß ganz kurz am Rand angerissen, und zwar das Projekt, bei dem ich war ja leider im Urlaub, hört sich auch scheiße an, das ist ein blöder Satz. Ich war zum Glück im Urlaub, wäre aber gerne da auch dabei gewesen. Du hast ja gerade wieder so ein Projekt für Kinder ins Leben gerufen, oder? Diese Charity-Veranstaltung, worum ging es da genau? Kicken für Kinder. Und das war gleichzeitig noch für die Deutsche Knochenmarkspende. Und das war echt ein schönes Wochenende. Es war ein sensationeller Samstag, den ihr auch maßgeblich mitgestaltet habt. Und, das Schlimme war der Sonntag, weil da mussten wir Fußball spielen. Ich habe ja gedacht, du nimmst einen Heiko mit zum Fußballspielen. Heiko ist unfassbarer Sturmtank. Auf kurze Strecken unfassbar gefährlich. Ich habe mich noch nie so alt gefühlt, weil das waren ja alles ehemalige Profispieler oder ehemalige Nationalspieler. Selbst Tusche hat mitgespielt. Ja. Und der steht ja noch voll im Saft. Also das war... Na gut, ich hätte als Keeper mitgemacht natürlich. Das wäre die Katze aus Hohenschönhausen, nennt man mich auch. Mit meinen unfassbaren Reflexen. Aber ich finde es trotzdem immer wieder geil, dass... Also uns selber geht es ja auch nicht so pralle, uns Köchen und Gastronomen, Eventlern. Aber dass Leute wie du in der Zeit immer noch sagen, wir müssen trotzdem an die denken, die denen noch schlechter geht. Und ich finde, in diesen ganzen beschissenen letzten 16 Monaten gibt es niemanden, den das mehr getroffen hat als die ganzen Kinder. Und dass es Leute gibt, die sagen,
und seht zwar scheiße, aber wir denken jetzt mal an die Leute, denen es noch schlechter geht und Priorität haben dabei wirklich Kinder. Dafür lege ich mal meinen Zettel weg und sage, Ralf, danke. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Weil das ist, glaube ich, das Einzige, was uns diese letzten 16 Monate eventuell Gutes gelehrt haben, dass wir mal wieder alle ein bisschen von unserem hohen Ross runtergekommen sind, wieder mal ein bisschen Demut kennenlernen und vielleicht die Menschen mal ein bisschen näher zusammengerückt sind. Also wenn das diese letzten 16 Monate erreicht haben, dann hat dieser ganze Schwachsinn wenigstens was Gutes gemacht. So. So, Ralf, ist der Vakuumierer? Achso, ich brauche meinen Zettel auch noch. So, dann fangen wir mit meinem an, weil meinen haben wir auch als erstes verlost. Also, diesen. Damit nicht jemand denkt, lag an mir, steht hier wirklich. Ja. All the power in your hand. Es steht dort. Es war nicht von mir erfunden, es steht dort. Und ich finde das immer noch schlüpfrig, ja. Und die Nummer 7, ja, war Chefkoch 3 Sterne. Das Schöne ist, wir sparen uns in Porto, der Evento, ja, wenn er im Publikum sitzt. Das kann man jetzt, das kam aus dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, es trifft den Richtigen. Bei einem Staubsauger weiß man nicht, ob man sich da geehrt fühlt. Oder ob das eine kleine Kritik an der Hygiene ist. Aber pass mal auf, wir haben noch eine Kamera hier. Das erste Mal, dass ich den Preis live übergeben kann. Haben wir mal die Kamera, mit der wir hier so... Ja. Da kann ich den doch selber übergeben diesmal. Vielen Dank fürs Zugucken. So, Ralf, jetzt du. Du hast natürlich wieder die schönen Sprüche drauf, was? Nein. Discover the real taste of food, ja. Ja, okay. Also, kurz Vakuumierer das neue hier Glückskeks ziehen oder was? Immer neue Sprüche drauf? Ja, genau. Also das ist ein Gerät, was halt Vakuum saugen kann. Ja. Ich meine, deswegen wollte Heiko das haben. Hatte du das Thema nicht gerade eben? Nachdem wir gerade die Kraft in der Hand hatten, können wir jetzt ein Vakuum saugen. Ja. Aber auch dafür gibt es einen Gewinner und das ist wirklich ein tolles Gerät. Und gewonnen hat Ostberliner 030. Das ist doch wohl eine Idee! Herzlichen Glückwunsch! Auch dieses. Sparen wir das Porto, auch das kannst du live übergeben. Ich schicke aber kurz Ihnen sagen, Ralf, nimm den mit für deine Charity. Ich habe einen Vakuumierer, nimm den mit für deine Charity und hau die damit in den Topf. In den Tombola? Genau, sehr geil. Aber nee, ins Bild kommst du schon, Freund. Danke dir für die Spende. Danke dir. Danke. Danke. Ja, das ist natürlich ein feiner Zug. Dann, die Kids können sowas immer gebrauchen. Na klar, höre ich aus dem Hintergrund. Heiko, hast du noch irgendwas zu sagen? Mein Sohn hat Schützmehlwaffe. Du ziehst eine Schippe hinter mir, weil du selber ja nicht gewonnen bist. Mir ist bloß tierisch warm und ich schwitze hier. Und mir ist auch richtig warm. Ich dachte, der Adrian hat die Getränke in den Rücken gekriegt. Also, ja. Nur wird so keiner sauer, wenn wir das ein bisschen abkürzen hier. Nee, wir sind ja auch in der Zeit. Und gibt's eigentlich einen Plan, wie es weitergeht nächste Woche? Nö, oder? Na, Donnerstag 19 Uhr, dachte ich. 19 Uhr? Ja, aber wer zu Gast ist, wissen wir noch nicht, oder? Das wissen wir noch nicht, nee. Okay, lasst euch überraschen, verfolgt uns weiter auf Social Media. Genau, und wir werden natürlich wieder so eine Zuschauergeschichte werden wir wieder einfädeln in irgendeiner Art und Weise, aber jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend, ich muss raus hier. Ralf, dann bleibt mir nichts weiter, als mich bei dir zu bedanken. Vielen Dank. Ja, danke. Schön, dass ich kommen durfte. Und ich verspreche dir, wenn du danke Bock hast, warst du nicht voll zum gern letzten Mal hier. Also wir freuen uns immer, wenn du wieder vorbeikommst. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, verfolgt uns auf Social Media, schaltet ein, sagt weiter. Wir würden gerne was. Pst. Was ein Pst? Regieassistenten. Kommt mir ein bisschen vor wie so ein Huhn. Pst. Vielen Dank an unsere Live-Zuschauer. Jetzt applaudieren wir jetzt mal. Ihr wart großartig. Ihr wart das beste Publikum der Welt.
Genau. Wenn ich nicht schon so viel geschwitzt hätte, würde ich mir noch ein paar Tränen rausdrücken, wie die sonst immer machen, weil wir ein paar rührende Worte finden zum Abschluss. Wir freuen uns einfach, dass ihr hier wart. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Wir danken euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt und sehen uns wieder, so Gott will, nächste Woche, 19 Uhr, live auf Twitch, Kochbox Late Night Cooking. Vielen Dank. Wir sind raus. Wiedersehen. Ciao, ciao. Alter, ist das warm hier. Ey, ich schwitze wie Sau, ne?